Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Frühling. Heute ist er wohl endlich da. Es scheint die Sonne, es zwitschern die Vögel und ich hoffe, dass gestern am 1. April tatsächlich der letzte Schnee endlich weg war. Es hat gestern tatsächlich geschneit und ich dachte, das Radio will mich in den April schicken, als es meldete Schnee und Blitzeis und ich dachte, ja genau, so siehst du aus. Öffne die Rollo und denke, aha, okay, es war kein April-Scherz. Ich hätte es nie geglaubt, wenn es bei mir nicht selbst gewesen wäre, aber es hat tatsächlich in manchen Teilen Deutschlands geschneit und ich dachte, das hat echt kein Mensch gebraucht. Aber heute scheint die Sonne und es war heute so toll, mit Vogelgezwitscher aufzustehen und ich habe dann meinen morgendlichen Kakao mit meinen Katzen tatsächlich schon auf dem Balkon eingenommen. Es war arschkalt, aber es war wunderschön. Und ja, auch wunderschön, mehr oder weniger, ist meine Bücherwoche mit doch sehr gemischten Buchgefühlen, wenn man so möchte. Ich zeige euch natürlich unten in der Infobox wieder, wann ich mit welchem Buch beginne, dass, wenn ihr eben zu einem Buch ganz speziell switchen wollt, ihr dahin könnt. Insgesamt kann ich von vier Büchern werde ich berichten. Und zwar angefangen mit Für immer Holly Hill von Alexandra Pilz, der Abschluss der Trilogie rund um das Dörfchen, das Zeitreisedörfchen Holly Hill. Dann geht es weiter mit dem Lieblingsgefühl von Adriana Popescu. Das ist ja der zweite Teil und auch der abschließende Teil ihrer Lieblingsreihe. Es begann ja mit den Lieblingsmomenten, was ich ja abgöttisch geliebt habe und auch gleich den zweiten sozusagen jetzt lesen musste. Und als drittes Buch habe ich Ella Tarr gelesen von Rachel Grain. Ein Buch, das mich nicht so fesseln konnte wie das vorangegangene Buch. Dazu aber dann natürlich in der Rezension mehr. Und dann wieder ging es steil bergauf mit dem letzten Buch dann auch im März, das ich direkt in der Nacht auf den 1. April beendet habe. Maybe Someday von Colleen Hoover. Ein Buch, das relativ neu auch ist, Ende März erschienen ist, ich nicht auf den Schirm hatte und es jetzt umso mehr mit Freude gelesen habe. Danach gibt es ein bisschen Bücherpost, was am Freitag bei mir so ein bisschen eingezogen ist. Ein Buch, was mir vom Verlag zugeschickt wurde. Und ich habe auch wieder eins meiner Mind-Magazine beendet. Und ja, wann auch das restliche Geplauder beginnt, findet ihr alles so ein bisschen unten. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mit dem ersten Buch der Woche an. Ich hatte es ja letzte Woche schon kurz vorgestellt. Für immer Holly Hill von Alexandra Pilz ist der dritte Teil der Holly Hill Reihe, kostet broschiert 16,99 als E-Book 13,99, ist erschienen im Heine Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, vielen lieben Dank dafür, ist erschienen am 29. Februar und hat 384 Seiten. Alles begann mit Verliebt in Holly Hill und Zurück nach Holly Hill war der zweite Teil, die im Abstand von einem Jahr rund jetzt immer erschienen sind. Und diese Buchreihe hatte mich mit ihrem ersten Buch. Denn Holly Hill ist ein Zeitreisedorf, das in England liegt und eben durch die Zeit reist. Und die Bewohner, die daran sind, eben mitnimmt und mitreisen lässt, die auch nicht altern und immer mit diesem Dorf in den verschiedensten Jahren eine Aufgabe hat und im Grunde da einfach versuchen müssen, im Grunde ihre Aufgabe zu erkennen, sie zu lösen und dann geht es im Grunde immer weiter auf der Reise. Und wir haben hier Emily, die Protagonistin der Geschichte, deren Mutter ursprünglich aus diesem Holly Hill kommt, sich aber dann für ein Leben außerhalb dieses Zeitreisedorfes entschieden hat, einen Mann gefunden hat, den Vater von Emily, und Emily dann eben auf der Suche ist nach diesem Dorf und dieses Dorf findet und dort eben auch die wunderbaren Menschen findet und die Aufgabe findet. Man kann jetzt natürlich nicht so viel zum dritten verraten, man würde unglaublich den ersten und auch den zweiten spoilern, obwohl ich persönlich finde, dass auch schon immer die Titel irgendwie viel verraten und ich darüber schon ein bisschen enttäuscht bin, wie die Titelwahl da gewählt wurde.
Die Cover finde ich von allen drei Büchern ganz, ganz toll und mir hat auch der dritte Band sehr, sehr gut gefallen. Es war wieder wunderbar, in diesem Holly Hill einzutauchen. Es ist ziemlich nahtlos. Am zweiten Band geht es mit dem dritten weiter. Es ist nicht viel Zeit verstrichen, ich glaube 2 Wochen. Und man ist nach 5, 6 Seiten auf jeden Fall in der Geschichte drin. Man ist wieder dabei, man fiebert wieder mit, man hat die Charaktere wieder ins Herz geschlossen und es war ganz schwer am Ende zu sagen, ich nehme jetzt Abschied von dieser tollen Reihe, weil es wird keinen vierten Band geben. Ein bisschen ausführlicher habe ich über diese Reihe diese Woche in einem Video im Bann von Buchreihen gesprochen, das am Dienstag hochgeladen wurde. Ich verlinke es euch mal in die Infobox, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ich fand es einfach toll. Ich mochte die Idee mit diesem Zeitreisedorf. Ich mochte die Charaktere, die wirklich so echt wirkten, insofern das Zeitreise natürlich tun kann. Und ich mochte diese Ideen. Ich fand das unglaublich schön und mir hat es unglaublichen Spaß gemacht. Und es ist halt mal was anderes, als dass man sonst eben Zeitreise kennt, dass das eben immer Menschen sind, die nur Zeitreisen mit Maschinen oder irgendwie anders, sondern dass es diesmal eben einfach ein Dorf ist, das immer am gleichen Platz ist und von da im Grunde dann etwas bewirken kann. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, auch diese Vorstellung, was wäre denn, wenn dein eigenes Dorf so wäre. Und ich fand das einfach lustig und mir hat es gefallen, mir hat es Spaß gemacht, mir hat es Freude bereitet und es war ein Buch, in dem man viel lachen kann und am Ende dann tatsächlich doch das ein oder andere Tränchen verdrückt, weil halt dann einfach der Abschiedsschmerz ja doch relativ groß war und ich echt toll fand, dass diese Reihe, dass es die gibt, dass ich die entdeckt habe, dass mir die so gefällt und dass mir eben auch der dritte Teil jetzt vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde und ich es so eigentlich direkt verschlingen konnte nach Erscheinen. Ja, nach diesem doch sehr, sehr guten Buch ging es weiter mit hoffentlich dann auch einem nächsten guten Buch, wie ich hoffte. Lieblingsgefühle von Adriana Popescu. Ich habe ja Lieblingsmomente von der lieben Miriam zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe es dann auch im Januar direkt gelesen, verschlungen. Und mir war klar, ich brauche auch den zweiten Teil, denn Leila und Tristan sind zwei Charaktere, die ich ganz, ganz toll finde, sympathisch finde. Lieblingsmomente hat mich mitgerissen, begeistert und tief in diesen Gefühlsstrudel mitgenommen und man hatte im ersten Teil wirklich alles und man hat auch alles im zweiten Teil. Es geht hier im Grunde weiter, die Geschichte geht nahtlos mehr oder weniger weiter. Man hat ja ein Ende im ersten Teil. Oh, mein Schatz, hallo, seht ihr jetzt nicht, wird hier beschmust. Man hat ein gewisses Ende im ersten Teil und ja, es geht hier im Grunde weiter und es ist natürlich jetzt schwer zu erzählen, ohne dass man zu sehr spoilert und es geht sehr angenehm weiter. Also es geht genauso weiter, wie man den ersten verlassen hat, mit Gefühlen, mit Lachen, mit Weinen, mit Unsicherheit, mit Eifersucht, mit Liebe und mit allen Gefühlen, die das Menschliche so irgendwie zulässt und mit tollen Momenten, mit Lieblingsmomenten und dann eben auch den Lieblingsgefühlen. Und ich finde, Adriana hat es geschafft, hier auch im zweiten Teil wirklich zu begeistern, einen mitzunehmen, einem das Gefühl vom ersten wieder rüberzubringen und einen direkt wieder gefangen zu nehmen und einen ja tief in die Geschichte einzuschließen und ich fand das unglaublich schön. Mir hat es so viel Spaß gemacht und ich habe es, glaube ich, auch am Feiertag gelesen und glaube dann noch am Dienstag und ich fand es ganz, ganz toll. Es war, als wäre man nie weg gewesen, als wären Leila und Tristan einfach da geblieben und als wäre man ein Teil dieser Geschichte. Ich muss gestehen, ich würde einen Viertelstern, würde ich Sterne geben, diesmal abziehen, weil mir das Hin und Her, was in dieser Geschichte, jetzt bin ich ja umzingelt, ich scheine hier heute irgendwie noch was zu riechen, hä? Was ist, ich habe gar kein Futter, es kommt hier von rechts und links, weil ich das Hin und Her, was es manchmal hier drin gab, unnötig fand. Ich finde, es hat ein bisschen zu gekünstelt gewirkt, wie wenn man einfach wollte, dass es eben ein Hin und Her gibt und das irgendwie eingebaut hat. Das hätte es, wenn es nach mir gegangen wäre, gar nicht geben müssen. Aber wie gesagt, es ist so ein Viertelpünktchen Abzug, was einfach mal so einen Moment in mir so fühlt, ach nein, lass es bitte jetzt nicht so weitergehen. Und nein, es ging dann nicht mit ständigem Hin und Her weiter, es war nur so eine Gefühlsregung, bei einem der beiden sozusagen und wo ich dachte, ach nein, jetzt wenn das so wird, dann will ich nicht weiterlesen. Nein, es kam aber zum Glück ganz anders. Also lasst euch durch diesen Moment, sollte ihr euch auch erst irgendwie negativ auffallen, nicht abschrecken. Es geht perfekt weiter und es ist wirklich
ein ganz, ganz tolles Buch. Es ist eine tolle Reihe und wer mit Lieblingsmomenten anfängt, sollte direkt Lieblingsgefühle mitnehmen, weil beide Bücher wirklich unglaublich schön sind, unglaublich toll sind. Eine tolle Beschreibung von Menschen, von Gefühlen, von Lebenssituationen und das hat sie, ach, das hat Adriana einfach ganz, ganz toll gemacht und ich danke auch Adriana und ich danke auch der lieben Miriam, die mich auf die Reihe ja im Grunde gebracht hat, weil sie es mir zum Geburtstag geschenkt hat, dass ich diese Bücher, diese, ja, dass das jetzt so Lieblingsgefühle, Lieblingsmomente in meinem Herzen sind und zu Herzensbüchern wurden und ich die einfach ganz, ganz toll finde und einfach hin und weg bin. Alles andere als gut ging es dann in dieser Woche weiter mit Elatar, die das Herz der Magie, ja, ist von Rachel Crane. Und dabei handelt es sich um ein Pseudonym einer wohl sehr bekannten Autorin, ist erschienen jetzt am 8. März im CBD-Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, vielen Dank dafür, hat 528 Seiten, kostet broschiert 12,99 und als E-Book 9,99. Ich sage es vorneweg, ich habe das Buch abgebrochen. Ich habe knapp 250 Seiten, also nicht ganz die Hälfte, aber fast, gelesen und konnte damit nicht viel anfangen. Es ist schade, denn der Klappentext hat so viel versprochen. Ich habe mir einen High-Fantasy-Roman der ersten Klasse vorgestellt. Ich wollte mich in den Bann ziehen lassen dieser Welt. Leider hat es nicht geklappt. Zum einen ist es definitiv Jugend-Fantasy, also es ist ja ab 13, was mich aber grundsätzlich nicht abstrecken würde oder dass der Grund wäre, warum es nicht gut war. Ich fand es streckenlang langweilig. Ich saß wirklich vor diesem E-Book und dachte mir, puh, nimmt das auch nochmal ein Ende, diese Langeweile. Ich mochte anfangs die Idee und die Richtung, in die es ging. Ich mochte Elatar, ein junger Mann, der Bastard des Königs ist. Und uns wird ein bisschen seine Kindheit zuerst erzählt. Und mich hat diese Kindheit unglaublich an Jon Snow erinnert aus Game of Thrones. Und hatte so oft den Eindruck, bin ich jetzt in Game of Thrones? Bin ich in so einem Prequel, also in der Vorgeschichte? Oder wo bin ich? Was ich auch schwierig fand, ist, dass da mit Namen rumgeworfen wurde, wo ich denke, weiß ein 13-Jähriger tatsächlich, was ein Bastard ist, ohne dass es erklärt wird. Ich fand es persönlich ein bisschen heftig. Es gab auch noch so andere Begrifflichkeiten, wo ich dachte, wenn das ab 13 ist, weiß ich nicht, fand ich es irgendwie nicht passend. Und es wurde eben auch mit diesen Worten so rumgeworfen, wo ich dachte, ja, auf jeden Fall erleben wir Elatar, wir erleben ein bisschen seine Kindheit, wir erfahren von ihm, wie das Leben eben war, so am Hofe, denn er ist auch mit seinem Halbbruder aufgewachsen und wir treffen ihn dann eben wieder bei der Hochzeit seines Halbbruders und da passiert eben so ein bisschen was und er trifft dort auf Rissa, die wir schon ganz zu Anfang auch kennengelernt haben. Rissa ist auch ein junges Mädchen und Rissa hat Magie in sich, aber Magie ist in dieser Welt gefürchtet und wird mit dem Tode bestraft. Und so hält sie das eigentlich, ihr tiefes Innere, geheim und ist dann vor schwierigen Entscheidungen, als es eben in diese Situation bei der Hochzeit kommt, ob sie zeigt, wer oder was sie ist oder ob sie einfach daneben steht und nichts tut. Und der Anfang war sehr interessant. Ich muss ehrlich sagen, so die 80 Seiten, fand ich sehr spannend, sehr interessant. Auch die Welt, die da geschaffen wurde, hatte auf jeden Fall Potenzial. Mich hat halt echt so ein bisschen die Erinnerung an Game of Thrones gestört. Aber ja, das ist halt einfach so. Da kommt man manchmal nicht so drumrum. Und ja, man lernte auch Rissa und ihr Geheimnis um diese ganze Magie und so sehr gut kennen, was wirklich interessant war. Auch dieser Denkansatz in die Richtung, die es ging, hat mir schon gut gefallen. Aber ganz schwierig fand ich den Perspektivwechsel, der teilweise irgendwie gefühlt mitten im Kapitel stattfand, wo man gerade noch der eine war und schwupps war man die andere und es war nirgendwo erkennbar, dass das jetzt ein Wechsel ist und ich irgendwie immer dachte, hä, habe ich jetzt was verpasst? Und dieses Gefühl hatte ich ganz, ganz oft und das ist was, wo ich denke, ich bin eine aufmerksame Leserin und fühle mich dann irgendwie so in der Geschichte hin und her geschmissen und weiß gar nicht warum. Kann natürlich sein, dass es irgendwie vielleicht am E-Book lag, vielleicht ist es in der Buchausgabe tatsächlich anders. Irgendwie habe ich mich immer so aus der gerade Geschichte gerissen gefühlt und irgendwie in eine andere reingeworfen. Und mir hat der Perspektivwechsel nicht gefallen. Er war nicht gelungen für mich und er hat mich wirklich immer aus meinem Lesefluss irgendwie rausgeschmissen. Und klar, es ist ein Jugendbuch und es ist vielleicht klar, dass manches auch vorhersehbar ist,
Aber das hat mich auch gestört, dass einfach irgendwie klar war, wie es weitergeht. Man hat irgendwie immer das Gefühl gehabt, ach ja, es war logisch und es wird jetzt so kommen und es kam dann so. Und da war irgendwie keine Spannung. Es war alles irgendwie schon, wie wenn vorneweg schon das Ergebnis erzählt wurde, was dann 10 Seiten weiter war. Und ich hatte überhaupt kein Spannungsgefühl. Und das war unglaublich langweilig. Also das hat mir absolut nicht gefallen. Auch wenn es für 13-Jährige ist, keine Frage, es ist ein Jugendbuch, erwarte ich trotzdem Spannung und auch ein bisschen sprachliches Niveau, weil auch ein 13-Jähriger, wenn er zu so einem Buch greift, weiß, zu was er greift und will dann auch dementsprechend etwas lesen. Und was mir auch teilweise sehr schwer gefallen war, war Rissa und wie sie so manche Dinge tat. Die waren irgendwie überhaupt nicht nachvollziehbar, überhaupt nicht verständlich und man hat sich eigentlich ständig gefragt, wie kommt die denn jetzt da drauf? Und wenn man mit den Charakteren nicht mitreisen, mitleiden, mitfühlen kann, dann ist das halt eine sehr emotionslose Geschichte, die mich wirklich nicht gefesselt hat, die mich nicht begeistert hat, die ja im Grunde dann zum Abbruch führte, weil ich eben halt auch ein bisschen geschädigt war von Lieblingsgefühlen und dachte, so muss ein Buch sein, dass man es nicht mehr weglegen will. Und bei Elatar war es eher so, oh, jetzt muss ich das weiterlesen. Und wir haben nur so wenig Lesezeit und wir haben nur so wenig Lebenszeit und die sollte man einfach mit schönen Geschichten füllen. Und es kann natürlich durchaus sein, dass Elatar ab Seite 251 mega spannend wird und mega toll wird. Ja, dann habe ich es halt jetzt verpasst. Aber ich wollte nicht noch mehr Zeit in dieses Buch investieren, wenn es mich einfach so gelangweilt hat. Ja, es war leider so. Kann man manchmal nichts machen, tut mir auch wirklich leid. Aber dann, ja, kam ein Buch, das ich tatsächlich auch noch komplett gelesen habe. Und zwar in der Nacht, also angefangen habe ich Mittwoch auf Donnerstag, Abend, Nacht. Habe mich dann schweren Herzens davon getrennt und habe dann zu Ende gelesen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann ich es beendet habe. Auf jeden Fall im Grunde am 1. April in der Nacht, zu früh, wenn man so möchte. Also von Donnerstag auf Freitag. Und ja, es war das neue Buch von Colleen Hoover, Maybe Someday. Ein Buch, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte im März. Es ist auch erst im März erschienen im DTV-Verlag. Ich habe ja die Weil ich Laken liebe und Weil ich will liebe Bücher unglaublich geliebt. Den ersten Band habe ich auch an einem Abend weg verschlungen. Der zweite war immer noch sehr, sehr gut. Der dritte hat mir persönlich dann ja nicht mehr so gefallen. Aber das war einfach so. Und ich hatte den gar nicht auf dem Plan, dass ein neuer Hoover irgendwie erscheint. Und ja, dann haben aber so manche Mädels mich damit angefixt und in den tollsten Tönen davon gesprochen. Und schwupps landete es auf meinem E-Book-Reader und schwupps habe ich es gelesen. Und so sollte es ja theoretisch fast mit jedem Buch eigentlich sein, aber man schafft es halt leider nicht, ne? Aber ja, dieses Buch ist sozusagen wirklich vorbildlich auf meinem Sub gewandert und direkt vom Sub wieder runtergewandert. Also es war keine Stunde auf meinem Sub sozusagen gelegen. Ja, es geht mit dem Tolino ja auch sehr, sehr schnell oder grundsätzlich mit dem E-Book-Reader. Ja, um was geht es in Maybe Someday? Es geht um Sydney, auch lieb genannt dann nur noch Sid, die ja in einer Beziehung lebt, zusammen auch mit einer Mitbewohnerin lebt, im Grunde ihr eigenes Leben hat. Und ja, mehr oder weniger glücklich ist mit ihrem Freund. Sie spürt schon immer, ist das wirklich der Richtige? Soll das der Mann fürs Leben sein? Ist das dann wirklich schon alles? Also sie hat schon diese Gedanken, als wir sie kennenlernen. Und sie beobachtet gerne den Nachbarn gegenüber, der wunderbare Lieder auf seiner Gitarre spielt. Und der sie innerlich ein bisschen dazu motiviert, Lieder für seine Musik zu schreiben. Und so setzt sie sich irgendwie hin und hat einen Songtext für einen seiner Stücke geschrieben und sie kommen dann eben in den Austausch und er findet den Songtext von ihr auch ganz, ganz toll und ist da direkt gefesselt von den Liedern von ihr. Er selbst ist Rich, der schon in einer langjährigen Beziehung lebt und den auch etwas umgibt, was wir später noch erfahren, was es ist. Und ja, an ihrem 22. Geburtstag passiert Sydney etwas ganz Blödes. Sie ertappt ihren Freund und die Mitbewohnerin, beste Freundin, in Flagranti. Und ihr Leben ist sozusagen komplett aus den Fugen gerissen. Sie ist am Boden zerstört und merkt leider erst, als sie im Regen steht, dass sie ihre Handtasche in der Wohnung gelassen hat und somit das Taxi, das sie gerade gerufen hat, nicht bezahlen kann. Da kommt ein Mädchen, das sie nicht kennt, so im ähnlichen Alter, und zerrt sie mehr oder weniger in die Wohnung von Rich. Und dort darf sie dann erstmal wohnen. Und dort, ja,
spürt sie etwas mit Rich, mit den Songtexten, mit den Liedern und auch mit den anderen Mitbewohnern, was ihr im anderen Leben vorher vielleicht irgendwie gefehlt hat. Und durch die Musik verbinden sich beide auf eine ganz spezielle Weise und merken aber recht schnell, dass das, was sie da fühlen, eigentlich nicht sein darf, nicht sein soll, nicht sein kann, nicht sein darf, so rum glaube ich. Wir haben da eine Geschichte, ich will jetzt natürlich nicht spoilern, man hat eine Geschichte, wie sie eigentlich aus dem Leben ist. Und mich hat das vom Gefühl direkt an Weil ich Lake in Liebe erinnert. Das hat ähnliche Gefühle in mir ausgelöst und hier war alles so echt. Man war mitten dabei, ich mochte den Perspektivwechsel beiden, der ganz anders war, als wenn ich Elatar vorher zum Beispiel genommen habe. Man war in dieser Geschichte drin. Es hat wahrscheinlich auch einfach diese Ich-Erzählung ausgemacht. Und ich mochte Rich, ich mochte Sydney, ich fand auch das Zusammenspiel dieser beiden Charaktere ganz, ganz toll. Ich mochte ihre Gedanken, ihre Gefühle, ich mochte die Echtheit, wie es manchmal war. Es war nicht alles rosarot und es war nicht alles einfach das Herzgefühl und Bauchgefühl und wir machen einfach, was wir wollen, weil wir es fühlen. Nein, es war so viel Verstand dabei und so viel Ehrlichkeit und Echtheit und so tolle Dialoge, so tolle Lebensweisheiten und ich fand es unglaublich toll. Es hat mich von der ersten Seite an mitgerissen bis zur letzten Seite. Es hat mich lachen lassen, es hat mich weinen lassen, es hat mich verzweifeln lassen, es hat mich glücklich gemacht und die ganze Bandbreite an Gefühlen war hier ebenfalls dabei und ich war einfach drin. Ich fand es wunderbar, wie diese Geschichte erzählt wurde. Ich mochte auch einfach die Worte, wie sie verwendet wurden, wie sie einen umhüllt haben, wie sie einen getragen haben durch die Geschichte und wie flugs man wirklich durch dieses wunderbare Buch durch war und eigentlich dann so die letzten 10 Seiten dachten, okay, es ist bald zu Ende und man einen Abschiedsschmerz gefühlt hat, als es dann tatsächlich zu Ende war und es war einfach toll. Die Wendungen in der Geschichte, das etwas Geheimnisvolle um Rich, all die anderen Charaktere, die noch dabei sind und das war einfach so echt und ich fand es einfach toll, weil es so wie aus dem Leben gegriffen sich angefühlt hat und das Leben ist manchmal einfach so. Es ist eben nicht immer alles rosa und es ist nicht immer alles Juhu und ich treffe da meinen Herzensmann und ran an die Sache. Nein, so ist das Leben eben einfach nicht. Und das hat dieses Buch so echt einfach erzählt. Und man hat auch sich oft selbst einfach darin wiedererkannt, in den Gedanken, in den Momenten. Und jeder, der ein bisschen älter vielleicht einfach ist und solche Momente in seinem eigenen Leben einfach hatte, hat genau gewusst, was den beiden durch den Kopf geht und genau gefühlt, dass das einfach alles so richtig ist und dass es einfach so im Leben einfach mal ist und dass es eben auch einfach mal beschissene Tage geben muss, um dass es dann eben auch wieder die wunderschönen Tage geben kann. Und ein unglaublich tolles Buch und ich danke allen, die es mir empfohlen haben, die mich angefixt haben, ganz, ganz böse, dass ich dieses Buch einfach genießen durfte. Und wie ihr seht, es war eine unglaublich gefühlvolle und tolle Woche mit diesen, ja, auf jeden Fall zwei Highlights, nicht nur der Woche, des Monats, des Jahres. Und am liebsten hätte ich direkt mit dem nächsten Colleen Hoover weitergemacht. Ich weiß aber gar nicht, das nächste kommt ja jetzt demnächst irgendwie. Da gab es ja diese Woche Diskussionen über dieses Cover, was ich sehr cool fand, dass man auch mal dem Verlag sagt, das Cover und der Titel gefällt uns nicht. Ich weiß gar nicht, was gibt's noch von Colleen Hoover? Also diese Cinderella-Reihe hat mich, oder wie die hieß, hat mich irgendwie nicht so angesprochen. Ich weiß nicht, wer hat Empfehlungen von Colleen Hoover? Oder wer kennt vielleicht Bücher, die in diese Richtung gehen? Obwohl ich ja sonst eigentlich immer von mir behaupte, ich bin gar nicht so der Gefühlsduselige. Und das Schöne oder Merkwürdige ist, dass diese Bücher auch gar nicht gefühlsduselig sind. Also ich glaube, dass das genau der Grad ist, den ich wunderbar finde, der in mein Herz passt und der eben nicht zu kitschig ist. Und nicht zu gefühlsduselig. Und es gibt auch kein ständiges, ich will ihn nicht, ich hab ihn, ich will ihn dann doch nicht, jetzt habe ich ihn nicht mehr, jetzt will ich ihn wieder. Das ist was ich ja gar nicht leiden kann, weil das finde ich total unrealistisch, wenn ich ehrlich bin. Und zumindest passt es nicht zu meinem Charakter, das ist einfach so. Da mag ich dieses straighte, gerade einfach besser, weil so ticke ich eben meistens eben auch. Und ja, also wer da Buchempfehlungen hat, immer gern gesehen, ab in die Kommentare. Wer sagt, wenn du das Buch mochtest, wirst du auch das lieben. Immer mal her damit. Natürlich habe ich viele Bücher auf den Sub. Ich liebe meinen Sub und daher ist das gut. Aber wie ihr seht, manchmal taucht eben ein Buch auf oder wie in dieser Woche zwei.
die flugs da sind, flugs gelesen sind und man innerhalb von 2 Tagen irgendwie ein Buch wegverschlungen hat und sich denkt, wo ist denn jetzt das Buch wieder hin? Und man am liebsten nochmal hingreifen möchte. Ja, also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr tolle Bücherwoche, bis auf Elatar. Aber gut, das kann man dann mit den 3 anderen Büchern ein bisschen kompensieren und wirklich sagen, ich bin absolut zufrieden und es waren wirklich ganz, 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 ganz tolle Bücher. Ja, ein bisschen weiter gelesen habe ich diese Woche dann in der Happiness. Ich habe ja schon letzte Woche euch, glaube ich, die Flow gezeigt oder die Happy Way. Ich weiß gar nicht mehr, welches in der Woche vorher war. Und auch hier wieder ein wunderschönes Cover. Und ja, ich mochte sie wieder sehr. Ich fand sie wieder toll. Ich mochte den Gedanken mit lebe den Moment, sei im Jetzt. Was wir einfach oftmals nicht sind. Und ich merke oft beim Lesen in Büchern und in diesem Magazin, dass man eben gerade jetzt ist und wie gut es eigentlich dem Geist und dem Körper tut, wenn man einfach da ist, wo man eben ist. Und nicht, dass seine Zeit in der Vergangenheit verbringt oder in der Zukunft, sondern einfach jetzt, hier und da. Und dass das einfach wirklich das ist, was uns Menschen ausmacht. Also habe ich so das Gefühl, und was uns Menschen gut tut und dem Körper gut tut, dem Geist tut es gut und auch dem Herzen, wenn man einfach mit allem da ist, wo man eben ist und nicht in der Zukunft schwelgt oder in der Vergangenheit. Und ja, auch hier wieder dieses Heftchen hat unglaublich tolle Denkanstöße. 2 Buchtipps habe ich mir rausgeschrieben. Und ja, ich freue mich immer auf diese Magazine und ja, auf das habe ich mich auch jetzt ganz besonders gefreut. Ich hatte die Woche ja Spätschicht und konnte dementsprechend morgens ein bisschen länger sozusagen im Bett sitzen, lesen oder danach auf die Couch gehen und ja, habe natürlich mich auch dann mit diesem Magazin hier verspaßt. Dann war diese Woche wieder ein bisschen die Tudors-Zeit. Gerade morgens habe ich dann einfach so 1 Folge, 2 Folgen mir angeguckt. Auch ein bisschen so nebenbei. Also ich fange, wenn ich Spätschicht habe, erst um 11 Uhr an. Dementsprechend habe ich morgens eben dann einfach ein bisschen Zeit und kann das Ganze entspannt dann einfach genießen, weil ich trotzdem so auf 7 im Grunde spätestens aufstehe, um nicht ganz aus meinem normalen Rhythmus irgendwie rauszukommen, weil ich ja sonst um 5:30 aufstehe, wenn ich Normalschicht habe, also Frühschicht. Und ja, ich habe dann morgens einfach so eine ganze Stunde und sitze da und gucke mir die Tudors an. Ja, nach wie vor eine tolle Serie. Mir persönlich geht Henry Tudor manchmal einfach sehr auf den Keks. Ja. Aber das ist dennoch wunderbare Intrigen, sehr tolle Gedanken, toll historisch gemacht, tolle Kostüme, sehr tolle Charaktere, die einfach nebenbei fungieren. Aber Henry, auch wenn er ein geiles Schnuckelchen in der Serie ist, geht mir manchmal tatsächlich auf den Keks. Und wenn man natürlich nur so eine Figur hat, der man folgt und die einen manchmal ein bisschen nervt, dann ja, denkt man sich auch, wann kommt denn mal wieder ein etwas coolerer Moment von Henry. Und ja, das ist natürlich anders bei Game of Thrones. Ja, es vergeht keine Woche, in der ich nichts darüber erzählen kann. Diese Woche wurde auf Sky Atlantic damit begonnen, die Staffeln zu zeigen. Schon in der vorangegangenen Woche, in der Woche vor Ostern, lief abends die erste Staffel. Diese Woche lief Staffel 2 abends, immer 2 Folgen pro Abend, sodass man sozusagen, ja, in 3 Wochen geht's ja los, oder? Wenn Montag ist, sind es 3 Wochen, tatsächlich. Ja, seht ihr, ich bin schon total verwirrt. Dementsprechend kann man jetzt eben noch, nächste Woche läuft dann Staffel 3, dann Staffel 4, dann Staffel 5 und dann kommt endlich Staffel 6. Und ja, es hat abends ganz gut gepasst. Ich kam ja so 7:30 höre ich dann auf mit Arbeit und es hat dann ganz gut gepasst, dass eben ab 8 Uhr, 20 Uhr, ja, im Grunde so ein paar Folgen liefen. Und man wurschtelt da nebenbei ein bisschen rum, setzt sich immer mal auf die Couch und guckt und oh, man ist sofort drin, man ist sofort dabei. Und ich fand das ganz, ganz toll. Also ich liebe Game of Thrones und mich lächelt der 3. Band jetzt schon sehr fix an. Und ich glaube, zu dem greife ich jetzt auf jeden Fall im April. Im März wurde ja kein Band gelesen, aber ich denke, im April ist es einfach wieder Zeit und ja, ich freue mich einfach. Ja, es hat ja jetzt auch der Game of Thrones Talk bei mir auf dem anderen Kanal gestartet. Wer es vielleicht mitbekommen hat, am Montag habe ich einen Tag gedreht und könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ich verlinke es euch mal in der Infobox, sowohl meinen Zweitkanal wie auch das Video. Vielleicht wollt ihr einfach mal vorbeischauen. Dann ist gestern bei mir eine tolle Bücherpost angekommen und das am 1. April und ich dachte erst, was kommt jetzt? Und zwar habe ich Post bekommen vom Lübbe Verlag
und dachte schon, oh, ein Buch, okay, kann mich nicht erinnern, eins angefragt zu haben, aber das passiert ja immer mal. Und packe etwas Kleines aus, was auch in dem Buch war, und habe einen Spiegel ausgepackt. Also einen Spiegel, der aussieht wie eine Taschenuhr, den man auch mit so einem Knopf dann öffnet. Und dann hat man einen Doppelspiegel, ohne euch zu sehr zu funkeln. Und oben steht drauf, bin ich schön. Und ich dachte, was wollte ich denn jetzt von mir? Also es war wirklich mein Gedankengang, wo ich dachte, was kommt jetzt für ein Buch dabei raus? Also ich finde die Idee, dass es so ein bisschen aussieht wie eine Taschenuhr, also wie man auch so aufmacht mit einem Knöpfchen, sehr, sehr cool, ein ganz tolles Gimmick, wie ich finde. Und dann habe ich den Brief dazu gelesen und das Buch dazu ausgepackt. Und jetzt kann man lachen, aber ich hatte dieses Buch am Dienstag tatsächlich in der Thalia in der Hand und habe überlegt, ob ich es mitnehme. Und dachte, eigentlich bist du gerade nicht so auf Thriller. Und habe es wieder hingelegt. Und jetzt habe ich es in der Hand. Und wie es manchmal im Leben so ist. Ja, von Tibor Rode, das Mona Lisa Virus. Ist jetzt, glaube ich, ganz aktuell erst im März erschienen, am 28., wenn ich mich nicht irre, oder 23. Und es ist der neue Thriller von Tibor Rode. Und von Tibor Rode habe ich, glaube ich, tatsächlich sogar schon mal was gelesen. Ist aber schon ein Stück her. Ich komme gerade nur nicht auf das Buch hier hinten. Tibor Rodes. Und ich habe da, glaube ich, gelesen, da war das Los. Ich glaube, das Los hatte ich gelesen. Das ist aber auch schon wieder ein ganzes Stück her. Es geht in dem Buch, wir sind hier so, zum Teil eben auch in Deutschland, in Leipzig. Und, Mäuschen, was ist denn heute los? Ich werde hier bekuschelt. Und zwar werden Schönheiten zerstört. Begonnen mit dem alten Rathaus in Leipzig. Dann in Mailand wird das Abendmahl von Da Vinci durch einen Säureanschlag zerstört. Und diese beiden Kunstwerke sind ja sehr nah an dem goldenen Schnitt und haben eben gewisse Proportionen und sonstigem und gelten als ästhetisches Ideal. Und auf einmal verschwinden in Amerika Schönheitsköniginnen und tauchen durch Operationen total entstellt wieder auf. Und gleichzeitig verbreitet sich auf der ganzen Welt ein Computervirus, das Fotodateien systematisch verändert. Und man fragt sich natürlich, wie hängen diese Ereignisse zusammen? Und wir haben hier einen Bostoner Wissenschaftler, Helen Morgan, Wissenschaftlerin, die, als ihre Tochter entführt wurde, eben eine Spur nach Europa führt und dass sie hier in einen Komplott gerät, der eben mit der Schaffung des berühmten Mona Lisas Gemälde zu tun hat, der eben vor 500 Jahren gemalt wurde. Und man sieht eben auch schon einen Ausschnitt der Mona Lisa. Das war auch das, was mich eigentlich so angesprochen hat, weil es mich irgendwie an Dan Brown erinnert hat. Auch Dan Brown hat sich ja im Sakrileg dem Da Vinci verschworen, wenn man so möchte. Ja, ne? Und auch im Illuminati geht man hier in Richtung dieser Zeichen, was haben Kunstwerke irgendwann mal vollbracht. Klingt nach einem sehr, sehr spannenden Thriller. Ich habe persönlich ein bisschen Angst, dass es too much ist. Also wir haben ja hier schon die Bauwerke, wir haben die Schönheitsköniginnen und dann haben wir auch noch einen Computervirus. Ich hoffe, dass er sich nicht verzettelt in all diesen Spannungen, in diesen Geschichtsabschnitten. Und ich bin sehr neugierig. Also ich bin total gespannt auf diesen Thriller. Und glaube, dass mich der auch einfach mal wieder in eine Thriller-Stimmung bringt. Passt für mich persönlich ganz in den Frühling, aber vielleicht braucht man für diesen Thriller auch einfach schönes Wetter, damit man sich nicht gruselt. Und ja, ich habe mich sehr über diese Bücherpost gefreut und dass die auch einfach so unerwartet kam und samt eines tollen Taschenspiegels, den ich eben jetzt auch noch genießen kann, finde ich sehr, sehr toll. Also ich finde die Idee wirklich cool und ich weiß gar nicht, ob man das bin ich schön oben irgendwie abmachen kann. Wahrscheinlich nicht. Nein. Gut. Natürlich sagt der Spiegel bestimmt, ja, liebe Königin, ihr seid die Schönste im Lande. Ja, dieses Märchen konnte ich ja auch gar nicht leiden. So eine blöde Königin, aber okay. Das soweit zu den Büchern, zu den Serien dieser Woche. Was gab es noch ein bisschen? Ja, es war ja eine 4-Tage-Woche, fand ich absolut spannend und angenehm. Ich glaube, man sollte darüber nachdenken, tatsächlich nur noch 4 Tage die Woche arbeiten zu gehen. Ich fand das wirklich toll. Also fand ich sehr schön, dass der Montag irgendwie weggefallen ist. Was mir unglaublich schwer gefallen ist, war die Zeitumstellung. Also ich stand
Sonntag förmlich neben mir, es ging Montag irgendwie weiter und ich gehe zur gewohnten Zeit in mein Bett und ich bin einfach nicht müde, weil mein Körper sagt, Edge Badge, du bist eine Stunde zu bald. Und das hat wirklich locker bis Mittwoch gedauert. Donnerstag ging es dann so los, dass ich ansatzweise wieder meinen Rhythmus hatte und nicht irgendwie ganz irritiert auf die Uhr geguckt habe. Das Schöne ist natürlich jetzt, dass es abends einfach viel länger hell ist. Also auch wenn ich dann um 7:30 aus der Arbeit rausgegangen ist, dass es tatsächlich hell war, dass man irgendwie noch so in der Dämmerung, sag ich mal, draußen war. Und ja, dann war ich Donnerstag ein bisschen beim Friseur. Jetzt würde man sagen, so wie sieht man gar nicht. Also doch, wenn man es weiß, sieht man schon. Ich möchte ein bisschen in eine Bob-Richtung gehen. Ich hätte sie gerne so ein bisschen Gesichter umspielender. Ich weiß nicht, mir geht auch dieses Geklette ein bisschen auf den Keks, was ich halt durch meine lockigen Haare einfach ein bisschen machen muss. Und so ist natürlich jetzt, ich sag jetzt mal oben, das Deckhaar einfach so ein bisschen lang gelassen worden. Aber sie hat wirklich die Seiten wieder wunderbar gekürzt und auch den Nacken. Und ja, hat sie sehr toll gemacht und ich mag auch nach wie vor meinen Blond und ja, glaube, dass ich das diesmal mit der Blondierung auch ganz gut wieder hingebracht habe. Ja, also ich war dann mal beim Friseur und da hat es natürlich dann gegossen am Donnerstagmorgen, wo ich dachte, super, da gehst du einmal zum Friseur und dann regnet's. Ja, ansonsten, was gab es diese Woche noch Spektakuläres? Ich glaube, nichts. An Filmen gab es nichts. Ja, wir haben, meine Mama und ich haben ein bisschen Shopping Queen geguckt, ich glaube die Vorwoche. Da ging es irgendwie um die Hunde und da haben eben die Kandidaten dann auch Hunde gehabt. Und was ich sehr cool fand von Guido, da waren zwei junge Frauen oder auch die eine war ein bisschen älter dabei, die sich tatsächlich neben ihrem Hund auch noch ein Fellteil gekauft haben. Und ich finde, in der heutigen Zeit geht das absolut nicht mehr, dass man so echt Fell greift, wenn man sieht, was mit diesen Tierchen passiert und dass die wirklich nur gezüchtet werden für den Fell. Ich sage ja, bei Leder kann man noch sagen, okay, die Kuh wurde auch gegessen. Da lasse ich mich ja vielleicht noch irgendwie breitschlagen, dass man das Tier einfach ganz verwertet. Oder auch teilweise, wie es halt beim Kaninchen der Fall ist. Ja, es ist irgendwie vielleicht noch verständlich. Ja, vielleicht nicht ganz, aber ja, lasse ich mir vielleicht gerade noch so erklären und mich davon überzeugen. Aber bei allen anderen wie Nerz und keine Ahnung, da bin ich überhaupt nicht dabei. Fuchs, ich finde das ganz schlimm. Und ich fand es cool, gerade in so einer Tierwoche hätte ich eigentlich auch von den Besitzern erwartet, dass sie sich keinen Pelz zulegen, weil eigentlich bin ich doch, wenn ich einen Hund habe, eine Katze habe, bin ich doch ein Tierfreund und wie kann ich dann mir ein Tier umhängen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Also ich habe meinen Pelz am liebsten lebendig und dann gerne kuschelnd und schnurrend um mich herum und nicht, also ich könnte mir nie vorstellen, mir meine Katze, wenn sie tot ist, dann um den Hals zu legen. Finde ich ganz eklig und widerlich und kann ich gar nicht mitgehen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, es gibt ja auch kein Katzenfell und kein Katzenpelz. Es gibt aber schon Berichte darüber, dass zum Beispiel gerade der chinesische Kunstpelz tatsächlich echte Katze, echter Hund und echter Waschbär ist. Wo ich sage, es wird dann gar nicht deklariert als echter Pelz, sondern es ist einfach echter. Und man muss ja irgendwas mit den Viechern machen, also bringt man sie um, hält sie quälend und macht dann Kunstpelz draus. Also auch alle, die irgendwie irgendwo einen Kunstfellbesatz haben, sollen sich nicht so sicher sein, dass das tatsächlich Kunstfell ist. Das kann tatsächlich Katze, Hund, ich weiß nicht, irgendein Wolf in China und auch Waschbär oder sowas sein. Also das finde ich total widerlich, da achte ich jetzt schon so lange so darauf, dass dann nichts bei mir irgendeinen Fellbesatz hat. Und ich fand es cool, dass er denen tatsächlich 3 Punkte abgezogen hat. Von mir würden die, glaube ich, glatt 0 bekommen, weil ich fand es auch gerade noch so schlimm. Es ist eine Tierwoche und die legen sich Fell um. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Da frage ich mich wirklich, hä? Hallo? Da läuft daneben dein Fellgefährte und du trägst Fell. Also das hat für mich gar nicht gepasst und ich fand toll, dass Guido da auch einfach mal als einer der doch irgendwie eine große Bandbreite hat, der Selbstdesigner ist, sagt, es gibt so tollen Wehpelz und man muss heutzutage keine Tierchen mehr quälen und dass er da einfach mal Punkte abgezogen hat und dass auch alle anderen nicht begeistert waren und das fand ich einfach cool und ich dachte, vielleicht ist doch endlich mal ein bisschen Umdenken in der Gesellschaft und kann das einfach nur gut heißen und einfach, ja, ich bin da einfach mal begeistert gewesen, dass er das tatsächlich gemacht hat. So, das ist dann auch mein Wort zum Sonntag, denn das war jetzt im Grunde auch schon meine Bücherwoche und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bin am Ende jetzt leider ein bisschen abgeschweift, aber ich hoffe, es war trotzdem okay für euch und ja, zu allem, wenn ihr mir was erzählen wollt, immer gerne in die Kommentare, über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und wenn ihr natürlich auch mal auf meinen Zweitkanal schaut, um da vielleicht die Game of Thrones Talk nicht zu verpassen, dann immer mal vorbeigucken. Und ja, ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, tolles sonniges Wochenende und wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.